Bach für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Für die CDU-CSU ist der Mittelstand der zentrale Kraftquell unserer Wirtschaft, aber auch unserer gesamten Gesellschaft. Er ist das Rückgrat von Innovation, von Wertschöpfung, von Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in unserem Land. Deshalb beschäftigt sich der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ausführlich mit der Zukunft des Mittelstandes. Denn wenn wir Wachstum und Wohlstand in unserem Land auch für die Zukunft sichern wollen, braucht es natürlich mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen. Das ist die Basis unserer gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik, die wir in der Koalition in der Zukunft gestalten wollen, meine Damen und Herren. Und dazu gehört selbstverständlich auch das wichtige Thema Digitalisierung. Und wie es aussieht, meine Damen und Herren von der FDP, Sie sind ja voll des Lobes über diesen Koalitionsvertrag, wie ich gerade bei dem Redner gehört habe. Denn der hier eingebrachte Antrag ist eigentlich nichts anderes als eine Art Copy-and-Paste-Version aus dem Koalitionsvertrag. Allerdings greift dieser Antrag lediglich den Punkt Abschreibung heraus, von dem nicht einmal klar ist, ob er sachlich das Ziel auch wirklich erreichen kann, das Sie ihm zuschreiben. Meine Damen und Herren, das, was wir brauchen zur Unterstützung des Digitalisierungsprozesses des Mittelstands, ist ein stimmiger Gesamtentwurf und nicht nur fragwürdige Prosamen, meine Damen und Herren. Wir müssen dafür sorgen, dass der Mittelstand auf breiter Front die Chancen der Digitalisierung noch besser ergreifen kann. Herr Präsident, Sie blinken. Nein, das ist noch bei mir schon. Das ist noch vom Vorredner. Lassen Sie sich nicht beirren. Fahren Sie fort. Gut, vielen Dank. Wir müssen dafür sorgen, dass der Mittelstand auf breiter Front die Chancen der Digitalisierung ergreifen kann. Dazu müssen wir die digitale Transformation des Mittelstandes eben mit einem Gesamtkonzept fördern, meine Damen und Herren. Dazu gehört sicherlich die Fortschreibung und Überprüfung der gesamten AFA-Tabellen. Dies muss aber sachbezogen für alle Anlagegüter nach dem tatsächlichen Werteverzehr stattfinden und nicht nach dem populistischen Prinzip, wer bietet gerade mehr, meine Damen und Herren. Das kann es doch nicht sein. Das ist auch fachlich nicht begründet. Und wir fangen bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen auch keinesfalls bei Null an. Wir haben gerade erst zum 1. Januar die Grenze der Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 auf 800 Euro erhöht. Das bedeutet eine Steuererleichterung für den Mittelstand über 5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Das ist ein Erfolg für den Mittelstand. Darüber muss man reden. Sie haben das vielleicht nicht mitbekommen, weil Sie hier nicht dabei waren. Aber ein Beispiel für die Unterstützung des Mittelstandes ist auch der sogenannte Digitalbonus im Freistaat Bayern, den die bayerische Staatsregierung in enger Abstimmung mit den Kammern realisiert hat. Das Programm ist so begehrt und erfolgreich, dass es finanziell aufgestockt wurde und die Wünsche erfüllt werden. Es gibt also einen Investitionsschub für die digitale Transformation des Mittelstandes. Und für mich ist klar, wir brauchen ein Gesamtkonzept nach dem Koalitionsvertrag, und wir werden diesen vorstellen. Deshalb sollten wir nicht Zeit nur für kleine Bausteine heute verschwenden, sondern dringlich einen gesamten Entwurf erarbeiten. Und dazu mitzuarbeiten, meine Damen und Herren, lade ich das gesamte Plenum sehr herzlich ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben bewiesen, mit über 5 Milliarden Steuerentlastung bei der Abschreibung einen wesentlichen Vorteil für den Mittelstand geschaffen zu haben. Und wir werden mit einem Gesamtkonzept weiter daran arbeiten, die Kraft des Mittelstandes zur Entfaltung bringen zu können. Das dient dem Gemeinwohl in unserem Land. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Als nächster Redner spricht Lothar Binding für die Fraktion der SPD.